Moin meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zum Hero-Mode von The Legend of Zelda Hyrule Warriors. Ohne The Legend of Zelda mal wieder. Egal, mache ich öfter so. Und heute habe ich den guten Sirlo eingeladen. Was geht ab? Bei der guten Gandalf-Story darfst du dabei sein. Hast du da irgendwelche Verbindungen mit diesen werten Herren? Herrn Ganondorf? Ja. Wer ist denn das? Nein, der Herrscher nein, der Dunkelheit. Nein, nein, nee, keine Ahnung. Was ist Gandalf eigentlich? Das ist der Herrscher der Goron. Herrscher der Goron. Wirklich? Ist doch ja. aus der Gerudo-Wüste. Ist der Anführer Gerudos der... oder. Keine Ahnung, wie die heißen. Ja, ich sag jetzt so. Egal, ja. Dafür bist du da, damit wir diese Frage heute klären können. Ich wurde euch aus einem anderen Grund eingeladen, Leute. Der verarscht mich gerade. Sind wir hier bei Ultras Comedy Quiz Show oder wie? Genau. Wer wird Millionär? Erste Frage, wer ist Gandalf? Kannst du mir diese Frage erklären? Gandalf ist der böse Charakter von The Legend of Zelda. Er ist das Gegenbild von Link. Er ist der Erstrivale von Link. Er ist der in fast jedem Spiel auftauchende Arsch. Gut. Kann ich jetzt meine 50 Euro Frage? Die hast du wunderbar beantwortet. Dankeschön. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für ein Triforce trägt Gandalf? Ist Triforce der Stärke? Doch, das ist sogar richtig. Alter, bin ich gut. Ich google das sofort. Ey, wenn ich da recht habe, ne? Ich glaube tatsächlich, dass du damit richtig liegst, weil Triforce of Power, ja, Triforce der Stärke, ja. Triforce der Weisheit hat Zelda und Triforce des Mutes dürfte dann Link haben. Mut passt doch jetzt eher weniger zu Gandalf. Aber warum ich dich eingeladen habe, ist der ganz simple Grund, was ich auch schon extrem viele Parts zuvor angekündigt habe. Und aus dem Grund freut es mich, dass du natürlich jetzt die Zeit gefunden hast, dabei zu sein. Und zwar bist du ja altbekannt auf YouTube, jetzt schon eher, damals ja nicht so. Ne? Ja, ist okay. Ich will dich hier nicht runter machen, ne? Du musst jetzt nicht schleimen, ist okay. du musst sagen, wenn ich zu weit gehe. Wenn ich einen Ticken zu weit gehe, dann darfst du mich natürlich auch gerne bremsen. Der gute Sirlo ist nämlich ein kompletter Pokémon-Kanal, oder? Also es gibt sehr viel Pokémon auf deinem Kanal. Aus dem Grund, ne? Wem Pokémon interessiert und wer es nicht abwarten kann, bis ich endlich mein Let's Play starte. Fahren wir noch ein bisschen Werbung auf meinen Kanal für dich raus. ist der Kanallink natürlich wie immer in der Beschreibung. Und ja, was finden das die Leute auf meinem Kanal? Das sage ich auch immer zu oft und dann habe ich das immer vergessen, mit reinzumachen. Ey. Was finden Leute auf meinem Kanal? Auf meinem Kanal finden sie Pokémon-Sachen. Hey. Ich mache News, ich mache bald auch Let's Plays wieder, aber das Wichtigste ist natürlich, was ich alle interessiere, das ist Pokémon Sonne und Pokémon Mond, ne? Und Pokémon Go! Da analysiere ich immer die neuesten Screenshots, die neuesten Theorien und bla 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 bla. Für die meisten ein bisschen uninteressant, für die meisten aber auch relativ spannend. Deswegen, wem es gefällt, der kann sich da gerne mal reinschauen. Deswegen freut es mich auch sehr, dass du heute dabei bist, denn dadurch komme ich auch endlich mal auf den neuesten Stand, so halbwegs. Das ist natürlich geil. Du kannst mich da so ein bisschen aufklären. Gut, ich habe eben noch ein Pokémon Go Video aufgenommen, somit haben wir noch mal ein bisschen mehr aktuelle Sachen hier am Start. Oh. Der Part kommt Donnerstag online, ich glaube so aktuell. Ja, dann es kommen jetzt nicht jede 5 Tage irgendwie neue Screenshots raus, ja, deswegen schätze ich mal, das ist schon die aktuelle. Denke ich auch. Ansonsten findet ihr die auf deinem Kanal. Du bist wahrscheinlich, ja. Gut, dann haben wir genug Werbung zu deinem Kanal gemacht. Reicht doch jetzt endlich mal. Wir starten mal mit der 150-Euro-Frage. Und zwar... Achso, nee, 200-Euro-Frage. Du hast die 50, die 100, jetzt die 200. Echt? Okay. Warte mal ganz kurz. Wir müssen das natürlich auch richtig halten. Wer wird Millionär? Oh Gott, ich hab schon zwei Parts in letzter Zeit mit Wer wird Millionär auf dem Thumbnail gehabt. Also es, noch ein Part geht jetzt hier definitiv nicht. So, als erstes sind es 50 Euro, dann 100 Euro, dann 200 Euro. Bitteschön. Okay, also die 200-Euro-Frage. Hast du Pokémon Tekken und was hältst du davon? Starten wir mit den nicht so aktuellen Themen. Pokémon Tekken war ganz lustig. Ich wurde ja zu dem Presseevent eingeladen von Nintendo, wo man Pokémon Tekken anspielen konnte, noch irgendwie einen Monat zuvor. Und da wusste ich direkt schon, es ist ein geiles Spiel eigentlich und das musst du auf jeden Fall holen.
Habe ich mir natürlich auch gegönnt, sogar noch vor Release. Es gab es bei uns im Saturn vor Release sogar noch. Fand ich sehr lustig. Und Pokémon Tag ist eigentlich ein relativ gutes Spiel, nur für mich kommt es nicht an Smash Bros. Ran, ganz ehrlich. Es ist, ja, an Smash Bros. Kommt es definitiv nicht ran. Das ist noch ein krasser Unterschied auf jeden Fall. Es ist zwar relativ lustig und so und bla bla bla. Ich glaube, es auch nicht an Ja, natürlich, aber man vergleicht es natürlich. Es ist beides Beat'em Up. Es ist beides so halbwegs dasselbe Genre und ich finde aber Smash Bros. Ist um 10 Stufen besser, muss man einfach sagen. Es ist einfach... Macht mehr Spaß. Auf jeden Fall, das ist einfach die so. Die Runden dauern länger. Das ist ja, ein das Kritikpunkt auch an dem Spiel. Und da finde ich das Competitive viel besser angeordnet als in Pokémon Tekken. Meiner Meinung nach. Ja, ich finde auch, die Leben gehen mir viel zu schnell runter. In Smash Bros. Hängt es natürlich auch noch ein bisschen davon ab, wie viel Prozent du hast und wie viel Glück du hast. Genau, und das ist doch ein bisschen lustiger mit den ganzen Items und ja, so ein Shit. Wenn da deine KP weg sind, dann hast du einfach direkt verkackt. Ja, und das Ding ist, da sind zwar die ganzen Pokémon sind alle relativ ausgeglichen, was die Kräfte angeht, weil ich nur schade finde, es gibt viel zu wenig. Ja, das auch. Ich meine, wir haben ja fast 700 Pokémon zur Auswahl. Wie viel haben wir da? 10? 20? 30, glaube ich. 32 oder so wird geworben. 30? War mal kurz, ey. Pocken. Ja, aber da zählen Charakter. Natürlich jetzt auch die Charaktere dazu, die man als Begleit-Pokémon nimmt. Ah, nee, kann. Das ist doch scheiße. als normale Pokémon, ja, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15 haben wir. Ja, und dann kommen wir auf die 32 gut hin mit dem Begleit-Pokémon, schätze ich mal. Ja. Ja, was hättest du dir gerne für Pokémon gewünscht? Was wohl, Crazy so? Ich bin klein Befürworter von Budalanda. Das wäre ein bisschen krass. Das wer hätte das gedacht? Aber ansonsten, jetzt außer unseren Lieblings-Pokémon, welche hätte Scarabon. Man gut umsetzen können? Scarabon fand ich noch relativ cool. Das ist ja auch so ein kleiner Kampfkäfer. Mit Nahkampf und sowas all. Kann ich mir schon vorstellen. Von welchen Typen gibt es denn gar keine oder am wenigsten? Du hast wahrscheinlich gerade das Raster offen. Warte kurz. Ich glaube sogar Typ Fee. Typ Fee, gab's da überhaupt einen? Da habe ich ja auch gerade. Ich glaube Gardevoir ist von Typ Fee, ne? Gardevoir, ja. Ja, aber ansonsten. Was hätte man da noch reinnehmen können? Gestein gibt es nicht. Nee, Gestein gibt es nicht. Es gibt Boden mit Knackrack, aber Gestein gibt es nicht. Ich überlege gerade eher bei Feen. Ich kann mir irgendwie so ein Pixie gut vorstellen, weiß nicht. Oder so ein Felinara noch. Evoli-Entwicklung gibt es, glaube ich, gar nicht, ne? Nee. Ja. Das könnten wir reinbringen. Evoli ist so ein Begleiter, den man mitnehmen kann. Unlicht gibt es. Elektro gibt es. Stahl? Gibt es auch mit Lucario, ja. Aber dann war es das, glaube ich, auch. Ich glaube, es gibt halt nur nicht, Käfer gibt's nicht, ne, Käfer gibt's nicht. So ein paar mehr schwebende Pokémon. Ich weiß gerade nicht. Wie heißt der schwebende doch. Kronleuchter? Skelabra. Skelabra, genau. Ja. Der, so ein ähnlicher wie der. Hätte ich irgendwie noch cool gefunden. Also für so ein zweites Pokémon Tekken. So ein Magnetilo. Keine Ahnung. Was wäre eigentlich mit dem Wrestler-Pokémon? Mit dem Wrestler, es gibt dieses Kampf-Flug-Pokémon. Das Wrestler-Pokémon. Wrestlerdero. Ja. Das könnte man auch mit einbringen, finde ich. Du packst da gerade die krassen, Kampf-Pokémon aus. Ja, ist auch ein Kampf. Die passen natürlich gut in dieses Spiel, aber wir können natürlich nicht nur Kampf-Pokémon vorschlagen. Ja, okay, ja. Das wäre ein bisschen zu eintönig. Finde ich jetzt persönlich. Natürlich sind eure Meinungen immer gerne erwünscht, auch in den Kommentaren. Ja, also Kampf-Pokémon ist eigentlich das Beste, dafür kann man einfach sagen, was man will. Natürlich ist es manchmal sehr langweilig, aber trotzdem. So ein Toonlink wäre nice gewesen, oder so ein Doppel. Das habe ich auch gestern gehört unter meinen Kommentaren. Ich hätte das auch übelst gefeiert, wenn Schattenlink auf einen dunkel Bowser geritten wäre und nicht auf einer dunkle Epona. Ich denke mir nur so, das passt irgendwie absolut gar nicht. Aber okay. Schön zu hören. Immerhin der Ansatz. Er ist zumindest ein bisschen kreativ. Kreativ definitiv. Nur wie zur Hölle soll man auf
Das hinterfrage ich jetzt nicht. Wir waren, glaube ich, jetzt bei der 200-Euro-Frage, jetzt um die 300-Euro-Frage, ne? Okay. machen wir noch weiter mit Tekken? Weiß ich nicht. Okay. Möchtest du noch ein bisschen was dazu sagen? Wenn du eine Frage hast, dann lieben gern. Ich hätte noch die Frage mir eben gerade so, läuft mir gerade so durch den Kopf. Was hältst du von Schatten-Mewtwo? Würdest du dir mehr davon noch wünschen, von den krassen Schatten-Pokémon, von Shiny-Pokémon, die es normalerweise nicht gibt, keine Ahnung. Die gab es aber bei Pokémon XC, vielleicht kennst du es ja. Die Krypto-Pokémon. Ja, die gab es da auch. Was lustig ist, was ich auch für eine Theorie habe für Pokémon Sonne und Mond, dass dieser Stein diese Birth-Steine sind. Diese Birth-Steine, die sind in dem Logo drin von Pokémon Sonne und Mond. Im japanischen Logo sind so Steine drin, die sehen genauso aus wie das Ding, was Mewtwo in seinem rechten Oberarm hatte. Okay. Und das könnte sein, dass in Pokémon Sonne und Mond sowas mal öfter vorkommen wird. Wäre auf jeden Fall lustig, aber... Oder dass Schatten-Mewtwo eben dann da vorkommt und irgendwie ihr sein Debüt feiert. Ja, es wäre aber auch zum Teil auch komisch, dass aus einem Side-Game, auf einem nicht basierenden Story-Game, was eigentlich nicht relevant ist, dann die Story auf Sonne und Mond irgendwie basieren würde. Das wäre irgendwie komisch. Ja, aber auf jeden Fall, Schatten-Mewtwo ist relativ OP gewesen, fand ich. Die ganzen Kämpfe, das hat mich immer abgefuckt, dass man nicht gewinnen kann. Aber sonst, okay, ja, ist halt so, ne? Man hatte schon eine Chance. Es war schon möglich zu gewinnen. Aber definitiv schwer. Und Online-Mode? Habe ich... Wenn du Schatten-Mewtwo siehst, kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass du da dann eine Chance haben wirst gegen so einen Schatten-Mewtwo im Online-Mode. Ich kann natürlich da jetzt auch relativ falsch liegen. Und das Ding ist, das normale ist Mewtwo sogar stärker als das Schatten-Mewtwo, habe ich festgestellt. Ich habe so auch Leute mit meinem normalen Mewtwo besiegt. Es gibt ja auch so einen Skelatra-Bug oder wie nennt man das? Nicht Bug. Weiße Technik, ja, wo ja. Halt auf Distanz gehen kannst. Das gibt's beim Routiner auch. Wo du relativ OP bist einfach. Ah, das Wort glaube ich rausgepatcht. Das ist schön zu hören, das freut mich. Das freut mich. Gut. Ich werfe jetzt mal das Wort an dich. Möchtest du irgendetwas erzählen? Irgendetwas. Irgendein toller Übergang zu einem neuen Thema. Warte. Kannst mir, ich habe gerade wieder was Neues gefunden auf, mir wurde letztes Jahr was gepostet zu neuen Fake-Pokémon und zu neuen Fake-Starter-Pokémon. Alter, reicht doch mittlerweile mal, Jungs, es reicht. Sind ja immer noch nicht bekannt, oder? Von Sonne und Mond. Immer noch nicht, nee. Nichts bekannt, nichts ist bekannt. Ich sehe halt außer immer nur deine Namen Thumbnails. Ja. Außer die Namen, das war das Ding, aber sonst ist nichts bekannt. Das ganze Fanmade. Ja, das ist schrecklich, ja. Die sehen sogar noch verdammt geil aus. Bin gespannt, wie die dann letzten Endes werden. Erwartest du wieder Pokémon wie in Schwarz-Weiß? So ein Unrathidox 2? Alter, erinnere mich nicht daran, das war schlimm genug. Das sind ja auch Pokémon. Aber man muss sie auch akzeptieren. Ja. Und im Kart ist leider so, ist jedes Pokémon, Jahr leider so. Im Pokémon Trading Card Game ist Unrathidox definitiv nicht schlecht, also. Habe ich jetzt noch nicht gezogen, ich habe jetzt mal öfter wieder ein paar Pokémon Trading Card Game Sachen gekauft, aber ja. Ich zock das eher online. Ich kann dir noch ein paar Codes geben, wenn du möchtest, ich habe ja noch so viele Codes rumliegen. Ja, von 13 Boxen. Ah, naja. Ich hab da die App. Das macht Spaß im Unterricht zu zocken. App dafür? Ja, die ist aber nicht im App Store, die kann man sich nur auf der Seite runterladen. Hat mich auch gewundert, hat mein Freund extra für mich rausgefunden. Jetzt hab ich mein iPhone, wie soll ich das machen? Ja, auf iPhone ist es tatsächlich im App Store. Aber für Android gab's das noch nicht. Soweit ich weiß, gibt's es aber für Apple und die Apple-Geräte schon. Deswegen habe ich mich, glaube ich, auch sehr aufgeregt, dass ich das noch nicht haben konnte. keine Ahnung. Auf jeden Fall verstehe ich jetzt nicht, warum die jetzt noch nichts zu Pokémon Sonne und Mond gesagt haben. Das fuckt mich richtig ab. Und du brauchst
brauchst die Infos, ne, für neue Parts. Nicht nur das, ich will auch nicht mal wissen, was da jetzt los ist. Grafisch hat man ja auch noch nichts gesehen. Außer jetzt eben diese Passkizzen. Autos. Ich überleg grad. Ja, das war so. Wurden gezeigt. Neues Pokémon Center? Da wird ja auch irgendwie im Pokémon Center ist noch was Neues. Keine Ahnung. Ich glaube, da kennst du dich besser aus. Wurde sonst noch irgendwas gesagt? Keine Ahnung. Nee, eigentlich gar nichts. Man vermutet immer noch, welche Region es ist. Man vermutet eigentlich alles, weißt du? Es ist einfach so. Also, es gibt nichts. Nichts. Gar nichts. Und das, was du da derzeit auf deinen Kanal oder was du vor ein paar Tagen auf deinen Kanal gebracht hast, das Pokémon Revolution oder wie das hieß? Was ist das? Pro, wenn wir das Pokémon Revolution Online? Ja, genau. Das ist so ein Online-Spiel, also. Rücken wir mal von Pokémon offiziell ab und wechseln mal zu Pokémon inoffiziell. Das ist ja Fanmade, ne? Was meinst du jetzt, Pokémon Revolution Online? Ja. Für mich sieht's halt aus wie so ein Pokémon MMO, ne? Der ist das Poké-MMO, nur eben mit cooleren Grafiken. Ja. In neuer Region. Aber Fanmade, ne? Oder das. Das ist halt so, dass du da halt alle Regionen durchforsten kannst. Also bis zur Höhenregion kannst du von. Also kannst du nach Kanto, nach Johto, nach Höhenkanto jetzt und bald auch nach Sinnoh. Also doch alle Regionen. Bald. Noch nicht jetzt, aber bald sollen es bei alle Regionen sein. In Revolution. Oder MMO. Nein, in Revolution. Okay. Aber es ist ein neuer Trainer, oder? Ein paar. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Das Spiel. Ja, ist auf jeden Fall. Ich weiß nur nicht, ob das für mich wäre. Jetzt dir Spaß gemacht. Es macht Spaß, ja, ist richtig geil. Vor allem, weil ich mit den ganzen Leuten da, die mich abonniert haben, kann man da ein bisschen rumspielen und keine Ahnung, es ist halt lustig so. Langzeitmotivationsmäßig. Auf jeden Fall, ja. Es sind halt neue Quests mit drin, neue Aufgaben, die man machen kann und die Schwierigkeit ist ein bisschen höher. Ist auf jeden Fall lustig, muss man sagen. Das ist ja schön. Gut, was gibt's sonst noch? Ich glaube, Pokémon Go heben wir uns für den nächsten Part auf, oder? Also. Das ist ein etwas größeres Thema, davon haben wir jetzt schon viel mehr als von Pokémon Sonne und Mond. Weil da, das passt irgendwie. Ich schätze, dass es nicht mehr reinpasst. Es könnte natürlich auch sein, dass die Mission jetzt hier doch noch eine Weile dauert. Das kann ich halt jetzt hier einschätzen. Die Sache ist halt nur, dann habe ich für den nächsten Part nichts mehr Besonderes. Aber wir können ja. Hast du irgendwelche Wünsche zu Pokémon Sonne und Mond? Was ich natürlich sehr, sehr schön finde, ist eine Greninja-Mega-Entwicklung. Aber das mal beiseite, weil das wird eh nicht passieren, weil das Ding ja so oder so schon scheiße OP ist. Und es ist eines von den neueren. Ich glaube irgendwie nicht, dass die neuesten aus XY, aus der siebten Gen, oder? Sechste. Ich kann sagen, was ich für wahrscheinlich halt, was hier wird. Die zweiten Gen Pokémon Mega-Entwicklung. Das wäre? Meganie, Tornoptu und Impagator. Nice. Könnte passieren, also würde ich für wahrscheinlich halten. Ja, würde ich auch befürworten. Was mich dann auch noch in Johto lassen würde, wäre natürlich diese zweischneidigen Region. Ich hätte gerne Lust auf eine neue Region und eine alte Region. Oh ja. Sagen wir mal ganz ehrlich, Pokémon Sonne und Mond, an welches Team erinnert dich das? Ich hab absolut keine Ahnung. An welches Rivalenteam erinnert sich das? Sonne, Mond, Galaxien? Platin? Ich fand das den Platin. Mit Team Galactic, ja.
Und ich find's halt lustig, wenn wir hier Team Galactic hätten irgendwie und dann halt das übergeht in die Sinnoh-Region noch. Das wäre, finde ich, eine relativ coole Storyline so, weil so eine Mondgalaxie, ne, Sterne und sowas all. Es wird wäre interessant, weil es wird ja vermutet, dass es eine Strand, so ein Strandgebiet, eher so ein sonniges Gebiet ist, so nähe Äquator, könnte man sagen. Das Ding ist, wenn wir mal hochgucken bei Sinnoh, ich weiß nicht, kennst du die Duell-Area und sowas all und das Überlebensareal, was über der Pokémon-Liga ist? Da war ich selten. Aber du weißt, was ich meine, ne? Ja. Da ist es auch sehr tropisch. Dass man vielleicht da hinübergehend irgendwas machen kann. Das ist sehr interessant. Das sind sehr viele Palmen und ja, das ist halt meine Vermutung, dass da was. Vielleicht was passieren könnte, dass man da was übergehen könnte, also. Wäre auf jeden Fall sehr lustig und ich würde es halt richtig krass feiern irgendwie. Viele Leute haben auch vermutet. Das ist nicht wirklich meine Lieblingsregion. Meine Zweitlieblingsregion nach Höhen. Was auch viele vermuten ist, dass Ho und Lugia wiederkommen und dass das die neuen Mega-Entwicklungen, also Krypto-Entwicklungen sein sollen. Fände ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Ich mag Lugia. Ich mag auch Lugia, aber das nochmal als Cover-Pokémon, als Legendary-Pokémon zu nehmen, wäre irgendwie sinnlos irgendwie. Vor allem, weil jetzt auch diese legendären Pokémon-Namen wohl geleakt sein sollen und das hört sich nicht nach Lugia und auch nicht nach Ho-Oh an. Es hört sich nach und Hondekedekedo an. Wirklich? Na, keine Ahnung. Das sind die, die aufs Cover kommen, ne? Wahrscheinlich. Das war doch so ein. Also ich habe gehört, das soll so ein Löwe sein bei Sonne und bei Mond. Was, so eine also, Schlange oder sowas ähnliches, ja. Könnte sein. Wurde halt vermutet, ne? Ist nichts offiziell. Feuerlöwe halt, das würde mich an Leufeo erinnern. Ja. Und halt eine, keine Ahnung, eine dunkle Schlange oder so, keine Ahnung wie sowas. Werden wir halt noch irgendwann sehen. Hoffentlich bald. Ich hoffe es auch mal. Das wäre auf jeden Fall sehr toll. Ich hoffe auch, dass wir wieder unsere Trainer selbst designen können. Dass das nicht was Einzigartiges bleibt in XY. Ja, ich fand das lustig, weil so hat man noch ein bisschen individualisieren können und ja. Ich hab mich selbst gemacht. Bezweifle ich. Ich komm doch relativ nah ans Original ran. Find ich. Und ja. Das hat mir am meisten Spaß gemacht. Meinen eigenen Trainer da durch die Welt zu rennen und nicht mit einem vorgeschriebenen. Bei dem dann sowieso nur die weibliche Version im Anime vorkommt. Es ist ja so. Kam, wie heißt der nochmal? Kalem? Wie hieß der deutsche Name für den anderen Trainer nochmal? Der kam nicht vor im Anime. Ich glaube nicht. Ich habe nichts davon gehört. Und definitiv. Nur das Vibe? Informiert habe ich mich nicht. Von welcher Edition reden wir jetzt? X und Y, oder? XY. Ja, wie heißt das zweite nochmal? Serena? Serena, genau, Serena. Die begleitet auf jeden Fall Ash. Ah, okay. Das ist die Begleiterin, die neue. Und vom männlichen ist halt wirklich nichts. Oh. So. Und bei Schwarz-Weiß war es ja auch so, da hat Da ist Bell extrem oft vorgekommen und Jerome hast du nirgends gesehen. Von den zwei Freunden jetzt, die du da hattest. Emanzipation. Das ist natürlich krass. Ich find's schade, dass irgendwie. Das geht definitiv gar nicht, Nintendo. Was ist da los? Nein. Ja, das ist, ich weiß nicht, Nintendo ist manchmal echt ein bisschen komisch, was solche Sachen angeht. So, ich habe jetzt vor, die Skulltula mir zu holen. Es wird zwar jetzt noch eine Weile dauern, bis ich das geschafft habe, aber ich will das jetzt machen. Es tut mir leid.
streckt die Mission noch ein bisschen, aber ich hab's da, es ist tatsächlich möglich, dass ich die bekomme. Und wenn ich sie direkt auf First Try bekomme, dann sage ich dazu nicht nein. Muss ich die scheiß Mission nicht nochmal spielen. Was machst du gerade? Ich höre deine Tastatur. Ich muss gerade was nachgucken. Weil es ist ja wieder irgendwie im Umlauf, dass jetzt der erste richtige Emulator da ist und bla bla bla. Und es soll wohl jetzt richtig in 1080p auch sein mit dem 3DS-Emulator und... Ja, keine Ahnung. Der funktioniert auf jedem PC? Nein, wahrscheinlich nur auf den High-End-Dingern. Kann ich mir vorstellen. Das ist auch der Scheiß für mich. Das ist... Meine ist nicht der neueste. Da war vor mir Ende dieses Jahres einen neuen zu holen. Brandheiße Infos. Einfach weil der jetzt schon 5 Jahre alt ist und irgendwann brauche ich dann auch mal wieder vor. Boah, ja. Wobei ich eigentlich noch relativ zufrieden mit ihm bin. Bis auf mit der Soundkarte. Die ist so halb Schrott, keine Ahnung. Die ist anscheinend mit durchgebrannt, als die Festplatte durchgebrannt ist. Bei mir brennen gerne mal Sachen durch. Das war bei mir bei meinem Kühler so. Der ist auch mal gut und gerne mal ein paar Mal durchgebrannt. Einmal. Und dann ging er nicht mehr. Jetzt noch ein paar PC-Probleme an gegen Ende des Parts. Ja, das ist auch toll, ja. Was habt ihr so für PC-Probleme? Die meisten gucken, glaube ich, meine Videos sowieso auf Handy oder nur aus Ding. Und ich glaube, dass die Frage passt irgendwie nicht. Ja, bei mir auch irgendwie 80% für PC, Handy. Das sind auch so viele Leute, die halt auf Wii U gucken. Ja, schrecklich. Hat man da nichts? Wii U habe ich... Ich will da jetzt niemanden zu nahe greifen, aber hat man auf der Wii U nichts Besseres zu tun, außer Leuten beim Zocken zuzusehen? Ja, man kann doch selber zocken auf dem scheiß Teil. Ja. Das ist doch, keine Ahnung, komisch. Die Jugend von heutzutage. Ja. Auf dem Handy kann ich ja noch verstehen, ne? Wenn man nicht zu Hause ist, Internet hat man überall. Oder gibt's überall die Möglichkeit, irgendein WLAN reinzujoinen? Also, warum nicht? Aber auf der Wii U? Da muss man ja auch zu Hause sein. Oder wollt ihr nicht in eurem Zimmer sitzen, weil da ja ein Monster unterm Bett ist und deswegen guckt er die Videos auf dem Gamepad im Wohnzimmer. Wobei jeder dritte Fernseher heutzutage kann irgendwie auf Wii U zugreifen, auf YouTube zugreifen, da braucht man nicht mal die Wii U dazu. Mein Fernseher kann's nicht, aber den wir im Wohnzimmer haben, der kann's. Du hast so ein Smart TV, oder? Oder was ist das? Ja. Ah, okay. Ja, ich hab's überhaupt leider nicht. Da bin ich zu old für. Oh man. Ja gut, Fernsehen, ne? Wer guckt heutzutage noch Fernsehen? Wahrscheinlich nur um YouTube-Videos zu gucken. Das ist. Die alten Leute, mehr eh nicht, ne? Das ist halt wirklich so. Ah, ich habe ihn nur, um meinen Laptop noch anzuschließen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich habe meinen Fernseher auch nur zum Zocken oder um mein Fernseher mit HDMI dran anzuschließen. Das zweiten Bildschirm. Oh man. Dafür braucht man heutzutage Fernseher. War Thema NX eben noch aufgreifen? NX. Fällt mir gerade so spontan ein. Dazu sage ich nix. Riecht's total auf. Also bestimmt so eine teure Wii U gekönnt. Und jetzt ist anscheinend das Gerücht aufgekommen, dass die ganzen Wii U Games, die verschoben wurden auf NX. Die noch nicht angekündigten Wii U Games. Okay, also sowas wie Zelda oder was? Es gibt auch noch andere. Okay.
Könnte sein, dass zum Beispiel noch ein Mario 3D, so Mario Sunshine 2 in Planung war oder so, und das wurde jetzt alles angekündigt zum Release von der MX. Okay. Ich fühle mich da halt richtig verarscht gerade. Naja, habe ich mir schon extra so eine teure Wii U gegönnt, weil die war halt wirklich am Anfang, ne? Nicht billig. Ich glaube, da spreche ich auch für dich. Weiß ich nicht. Ja, auch nicht billig, ne? 350 Euro. Und jetzt erfährst du einfach, dass die meisten Spiele verschoben wurden. Weil sich die halt nicht verkauft zurzeit. Ja, das ist also. Kann man halt nichts machen. Scheiße! Leider echt. Hoffen wir, dass die NX besser läuft. Ja, es gibt aber auch viele, die ihre Konsolen schon verkaufen. Von der Wii. Ja, das ist. Wii U. Oder was meinst du? Die Wii U. Ja. ist halt auch eine Sportkonsole. Vom Spielen her, die rauskam, ja. Ja, das ist die zweite GameCube in meinen Augen, die ich mir letztens so mal angesehen habe. Der 3DS ist zwar von der Grafik her und von den Spielen, die rauskamen, eher die zweite GameCube, ne, Luigi's Mansion 2 und Mario 3D Land kommen halt eher zu Sunshine und Luigi's Mansion hin, hust hust. Aber jetzt so wie die Wii U gelaufen ist, ne, ist sie eher die zweite GameCube. Für den Support am Ende der Konsole. Nintendo werbt ja jetzt auch schon wieder damit, dass auf der NX mehr Nintendo-Spiele erscheinen sollen als Third-Party-Games. Machen die dasselbe wieder, oder was? Einfach keine Third-Party-Games am Anfang aufnehmen. Ist ja auch blöd. Das ist ja auch nicht gerade sehr schlau. Davon hast du noch nichts gehört? Nee. Ich finde aber trotzdem das Gerücht sehr interessant, dass das Wii U Gamepad mit der NX kompatibel sein soll. Also dass du dir nur ein Teil der NX kaufen musst und nicht zwei, wenn du das Wii U Gamepad schon besitzt. Das heißt, das wäre natürlich nice. Ja. Das ist natürlich die Sache, ne? Die machen immer etwas, damit die an Geld kommen. Könnte natürlich sein, dass dann der ZL-Knopf oder so. Dass dann da vielleicht noch zwei Knöpfe mehr sind beim NX Gamepad und du brauchst die zwei Knöpfe, um keine Ahnung was zu machen, und das Spielgeschehen ist dadurch viel cooler mit diesen zwei Knöpfen, und dann willst du es doch haben, letzten Endes. Ja klar, dann ist es natürlich anders. Und dann läuft's auf selber hinaus. Das wäre soweit das, was ich gehört habe zurzeit zur NX. Und dass zuerst der Handheld, die Handheld-Version der NX rauskommen, sondern dann die Heimkonsole. Ich bin schon gespannt, ob man den Handheld aufnehmen kann. Der erste Nintendo Handheld, den man aufnehmen kann. Ohne eine teure Capture Card. Gut, das wäre soweit der erste Part. War jetzt auch schon mal lang, ne? Halbe Stunde? Ich weiß. Aber das ist eigentlich noch eine relativ gute Zeit. Die anderen Parts waren jetzt alles so 50 Minuten. Boah. Krass. Aber ich will das halt so schnell wie möglich abhaken. Ich werde natürlich jetzt auch noch in zwei splitten, aber dann sitze ich mit Hyrule Warriors in 10 Jahren noch da. Und müsste nicht mal was aufnehmen, weil ich so viel auf Lager habe. Wahrscheinlich. Gut. Hat's dir gefallen? War auf jeden Fall sehr amüsant hier, ja. Dann hauen wir noch einen zweiten Part raus. Auf jeden Fall, ja. Bei dem es dann um Pokémon Go geht. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, muss man sagen, weil da gibt's ja schon viel, viel mehr Dinge. Über die ich absolut nichts Bescheid weiß. Aber gut, dafür bist ja du da. Ja. Der Top-Spezialist schlechthin, wenn es um dieses Thema geht. Na dann! Ja, oh, will ich jetzt nicht so sagen, aber auf jeden Fall schon ein bisschen durchgelesen durch die ganzen Sachen.
zu meinen Zuschauern auf YouTube. Wir sehen uns in, wenn er nur die Videos vom Hero Mode guckt, in 1, 2, 3, 4, 5 Tagen wieder. Und ansonsten, ja, gibt's am Freitag direkt noch ein Part zum Twilight Princess DLC. Bis dahin! Tschö, tschö.